Wieso ziehst du dich denn nicht an? Pumping Osan hoch. Und wie es sich gehört, wenn ich alleine bin, habe ich mir erst mal Chili gemacht. Er hat mich fotografiert. Er hat mich fotografiert. Bevor wir anfangen, hallo aus dem Cut. Wie ihr seht, das Video ist fertig. Es ist der 24.08. 14.41 Uhr. Das heißt, das Video kommt sogar pünktlich. Ich dachte mir, während ich dieses Video schneide, schaue ich doch mal bei Osan vorbei. Nicht, dass ich euch angelogen habe, dass er weniger als 10.000 Abonnenten hat auf TikTok. Also was macht der Daniel? Da er kein TikTok hat, muss ich das alles über Instagram machen. Ich gehe auf Instagram. Da sehe ich seinen wunderschönen Namen. Seht ihr ihn hier oben? Pumping Osan. So wie ich ihn auch im Video nenne. Und hier sehe ich Osan089. Und ich sehe tiktok.com/discover/Osan089. Und ich klicke auf diesen Link drauf. Und er heißt einfach Osan089 auf TikTok. Brudi, warum tust du mir das an? Was ist so schwer, einfach den gleichen Namen überall zu haben? Jetzt fehlt nur noch, dass du eigentlich gar nicht Osan in echt heißt. Das war alles, was ich sagen wollte. Falls ihr dann hier so in diesem Bereich, ich glaube bei 1 ungefähr, hier nicht? Irgendwo hier, so 1,30 rum, fange ich an, über diesen wunderhübschen Mann zu reden. Falls ich da mal Pumping Osan sage, meine ich ihn hier mit, by the way, 12.600 Abonnenten. Mashallah, mein Bruder. Gönnt euch das Video. Wenn ihr bei God Complexity Wear was kaufen wollt, benutzt einfach den Gutscheincode OSAN15 für 15%. Muss ich das jetzt als Werbung kennzeichnen? Ich weiß es nicht. Ich werde es tun, bevor Vaterstaat mich richtig... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht's dir an diesem übertrieben geilen Tag, Digga? Ich hoffe, euch geht's gut. Man sieht, ich fahre in einem Hoodie? Ja, könnte man schon ein bisschen Hoodie nennen. Ist halt eine Jacke. Obwohl die Sonne scheint. Das heißt, bestes Wetter, Digga. Es ist wunderschön und es ist nicht zu heiß. Ja, und zum Ende der Saison kriege ich es ja auch fast hin, alle 2 Wochen mal ein Video hochzuladen. Dafür muss man mich aber auch loben. Ich hoffe, dass wir heute die Leopold entlang fahren können, weil die ganze letzte Woche dieser EM der Leichtathleten in München war. Und Bruder, es war so ätzend rumzufahren, weil alles abgesperrt war. Die komplette Leopold war zu, Digga. Hauptbahnhof komplett zu. Und gestern war der letzte Tag. Ich hoffe, dass die heute alles abgebaut haben und man normal fahren kann. Ja, ansonsten, Digga, ich habe neue Handschuhe mir gegönnt. Die sind auch fresh. Ja, also schaut sie euch bitte an. Hier, wunderschön. Das Einzige, was ich abfuckt, das Ding. Es ist praktisch, aber es geht mehr auf die Eier, als man denkt. Erstmal, es sieht ein bisschen komisch aus und es macht es echt ein bisschen schwerer, die Faust zu machen, weil da halt ein Widerstand ist durch das Plastik. Aber ansonsten halt, Digga, richtig geil. Viel, viel unauffälliger als die anderen. Tragen sich auch viel leichter. Ich habe heute sogar eine Story, die ich erzählen will. Und zwar die Story, wie ich Pumping Osan von TikTok kennengelernt habe. Weil mir wurde mal gesagt, ich glaube sogar von ihm, wieso ziehst du dich denn nicht an Pumping Osan hoch mit seinen 10.000 TikTok-Abonnenten? Und ich dachte mir, Bro, das musst du mir nicht zweimal sagen. Ja, also den alten Ehrenhabub habe ich im 2. Lehrjahr kennengelernt. Ich glaube, 2. Lehrjahr Berufsschule ist er zu uns dazugekommen. Ihr wisst, ich habe ja einen 1,1er Schnitt, weil ich anders der gute Schüler war. Und es gab irgendwie eine spontane Ex oder sowas. Und ich habe 0 gelernt dafür. Oder nee, ich war zu spät, genau. Weil ich habe ausgeschlafen und musste die halt nachschreiben. Und der alte Ehrenmann ist einfach in dieses random Klassenzimmer reingekommen, wo du dir auch so denkst, Bro, what the fuck, ich bin einfach in einem einzelnen Klassenzimmer. Natürlich musste mein Handy davor abgeben, weil Spicken hin und her, aber ich wurde komplett allein im Klassenzimmer gesetzt und sollte diese Ex schreiben. Und ich habe 0 aufgepasst im Unterricht dort, habe 0 gelernt, ich hatte gar keinen Plan. Und dann kommt er, dieser Ehrenmann, ich küsse sein Herz, kommt rein, legt mir das Handy hin und sagt mir nur, der PIN ist 1995 oder irgendwie sowas. Ich weiß, er hat mir auf jeden Fall den PIN von seinem Handy gesagt. Und easy! Easy 1 mit voller Punktzahl geschnappt. Und ja, seitdem waren wir halt unzertrennlich, ne? Ach ne, die Straße ist immer noch gesperrt. Und ja, das hängt die gesamte Story dahinter. Mehr darf ich euch nicht erzählen, weil ein paar sehr private Sachen da noch sind. Und über die kann und will und darf ich halt nicht reden. Aber ja, das ist alles, was damit zu tun hat. Guter Clickbait, ne? Ach Digga, was steht denn hier alle heute, Mann? Ah, weil ich glaube, links ist safe auch gesperrt. Boah, wenn links auch gesperrt ist, dann bin ich extrem salzig. Nee, links ist offen. Digga, was chillt ihr hier alle? Ansonsten sind alle meine Mitbewohner aus der Wohnung raus. Das heißt, ich bin alleine. Und wie es sich gehört, wenn ich alleine bin, habe ich mir erst mal Chili gemacht, von dem ich dann die Hälfte weggeschmissen habe, weil es schlecht wurde, weil es einfach viel zu viel war. Ich kann nicht wenig Essen zubereiten. Vor allem nicht Chili.
weil Chili unglaublich lecker schmeckt. Aber nicht lecker genug, als dass ich 800 Gramm Fleisch und wahrscheinlich ein Kilo Bohnen und ein halbes Kilo Mais und den ganzen Rest davon aufessen könnte. Plus genau da, wo ich mir Essen mache, weiß, zweimal im Jahr mache ich mir Essen. Und genau dann werde ich zum Essen eingeladen. Ja, super, Digga. Alles umsonst. Einfach umsonst. Digga, ich habe mich anders gefreut, am Abend Fett Chili zu essen. Ja, kommst du vorbei essen? Ja, Brudi. Aber ich habe doch Chili hier. Och, was ist denn hier jetzt schon wieder los, Digga? Was macht denn der Italiener da? Der hat auch keine Ahnung. Ja, und jetzt... Bruder, Digga, was ist los bei dem? Ja, Gas, 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 Gas. Hä, wo ist denn der hin? Ach so, da links. Ich habe ihn nicht mehr... Ei, ei, ei. Er hat mich fotografiert. Er hat mich fotografiert. Bro, ich wurde einfach fotografiert. Bin ich bald berühmt? Oder vielleicht war das mein erster Fan. Hat die Ampel uns irgendwie vergessen oder so? Bro, die war noch nie so lang rot. Ja, das Fahrrad vorne hat auch schon keinen Bock mehr, ne? Aber Fahrradfahrer sind ja alle so lieb und fahren nie über Rot und halten sich immer an die Regeln. Ey, ohne Spaß, Digga, was ist mit der Ampel falsch? Gott sei Dank, Amerika. Wisst ihr, was super schlau ist, Digga, mit weißen Schuhen und Motorrad zu fahren? Also das ist halt wieder so ein 200 IQ-Move, den ich da rausgehauen habe, Digga. Für alle, die sich jetzt fragen, warum filterst du hier nicht vorbei? Weil die Tram vor mir grün bekommt und mich dann eh einholt. Aber wie ihr seht, die Tram darf jetzt los. Und da, ich wäre ungefähr bei der Hälfte der Tram, wäre ich mitgefahren. Ist halt komplett unnötig. Oh nein, du hast deine Ding-Seitenständer rausgefahren. Oh nein, bitte mach sie zurück. Nein, da kann man doch nicht fahren, Mann. Naja, YouTube, ich hoffe, dieses Video war sehr informativ für euch. Boah, ich habe irgendwas im Helm. Bruder, der Helm war zu! Ich hoffe, dieses Video war sehr informativ für euch. Ich hoffe, jetzt wisst ihr auch, warum ich Pumping Osan kenne. Den Ehrenhabub. Und ja, wenn es euch gefallen hat, mit all euren 5 Fake-Accounts liken, all euren Freunden, all euren Verwandten, auch Fremden, einfach zeigen, Digga. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann tut ihr mir sehr leid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin! Ja,